Guten Abend, ganz herzlich willkommen zur Vernissage von Reaktionen auf Metalle. Live aus der Baumusterzentrale, die Vernissage findet online statt. Die Ausstellung selbst, die können Sie dann ab morgen Mittag bis zum 2. Juli vor Ort besuchen, jeweils am Nachmittag. Der Titel Reaktionen auf Metalle bezieht sich auf eine ganz grundsätzliche Eigenschaft von Metallen, nämlich Metalle reagieren an ihrer Oberfläche, wenn sie mit Sauerstoff oder mit Wasser und Säuren in Kontakt kommen. Diese Eigenschaft, das hat dann kulturgeschichtlich in der Menschheit, hat das wahnsinnig viele verschiedene Methoden und Verfahren herbeigebracht, wie man darauf reagiert. Heutzutage in der Architekturanwendung bieten sehr viele Industriefirmen und auch Handwerksbetriebe Lösungen an, Produkte bieten sie an und wissen, wie man eben mit dieser Eigenschaft von Metall umgeht. Wir haben im Rahmen dieser Ausstellung Firmen eingeladen, ihr Wissen hier zu präsentieren, mit ihnen zu teilen. Und ich möchte mich an dieser Stelle einfach ganz, ganz herzlich bedanken bei den Partnern dieser Ausstellung, diese Firmen, die Sie hier eingeblendet sehen, machen mit an dieser Ausstellung. Sie haben uns ganz viele Muster mitgebracht, Mockups gebaut und Unterlagen bereitgestellt. Ganz herzlichen Dank an die Firmen und natürlich auch an unsere Partner. Das sind das Sitterwerk, das Materialarchiv und MINT-Architekten, die uns ebenfalls ganz viele Muster zur Verfügung gestellt haben. Heute Abend zur Vernissage haben wir dann 7 Gäste eingeladen. Diese 7 Gäste werden jeweils einen kurzen Pecha-Kucha-Vortrag halten zu einem Thema oder sie werden ein Architekturprojekt vorstellen. Den Reigen beginnen möchten wir mit Julia Lüttolf. Sie ist Leiterin des Werkstoffarchivs im Sitterwerk. Und das Sitterwerk ist auch Teil des Materialarchivs, wo auch die Baumusterzentrale dabei ist. Und wir haben das Glück, dass wir vom Sitterwerk, vom Materialarchiv, die Ausstellung Edel-Unedel übernehmen konnten, die Julia Lüttolf vor rund 2 Jahren zusammengetragen hat. Das ist sozusagen die wissenschaftliche Basis dieser Ausstellung. Und Julia Lüttolf wird uns jetzt eben in ihrem ersten kurzen Referat über die Farbigkeit von Metallen berichten. Ganz herzlichen Dank und Bühne frei an dich, Julia. Okay. Ja, die in der Stiftung Sitterwerk, Entschuldigung, ich muss noch warten, bis die Bilder geschalten sind. Die in der Stiftung Sitterwerk lancierte Ausstellung knüpfte an ein sehr ortsspezifisches Thema an, und zwar an das Färben von Stoffen. Bis in die 80er Jahre wurden in der Färberei Sittertal Textilien gefärbt und heute sind es die Faltenwürfe von Skulpturen und auch Fassadenteile, die gefärbt werden. Beispielsweise bekommen aus Stahl getriebene Trainerhosen eine schwarze Färbung, wie auch der aus Bronze gegossene Oberkörper. Die Skulptur der Künstlerin Nicole Eisenmann trägt zudem Schuhe aus eingefärbten Kunstschein und steht seit letztem Jahr vor dem Gerichtsgebäude in Amsterdam. Ein weiteres Beispiel ist die Fassade des Uhrengeschäfts Bucherer in Zürich, das ebenfalls mit gefärbter Bronze eingekleidet ist. Die 2 genannten Beispiele wurden in den Werkstätten der Kunstgießerei St. Gallen umgesetzt, wo während der Entwicklung jeweils diverse Farbtöne und Verläufe bemustert werden, bevor die Produktion startet. Von solchen Bemusterungen lagen auch einige Proben in den Schubladen des Werkstoffarchivs der Stiftung Sitterwerk. Dieser Fundus und die Nachbarschaft zur Gießerei waren auch Ausgangspunkt und Grundlage der kleinen Ausstellung, die 2019 in Zusammenarbeit mit der HKB in Bern erarbeitet wurde. Wichtige Quelle der Recherche waren neben dem Austausch mit den Patineurinnen der Gießerei
die Bücher der Kunstbibliothek. In deren Bestand ist eine vielfältige Auswahl von Rezeptbüchern und Anleitungen zur Metallfärbemethoden zu finden, vom Lüstersud über die Schweizer Brünierung bis hin zur japanischen Shakudo-Technik. Im Rahmen des Projekts ging es weniger um diese konkreten Rezepturen, sondern vielmehr um das Zusammenstellen von übergeordneten Informationen zu chemischen Metallfärbetechniken sowie beschichteten Verfahren. Und diese Texte sind nun auf der öffentlichen Plattform Materialarchiv zugänglich. Das Färben von Metallen beginnt nicht erst bei der Behandlung der Oberfläche, sondern beim Legieren der Metallwerkstoffe. So wird mit dem Zinnanteil und weiteren Zusätzen in einer Kupferlegierung nicht nur auf gusstechnische Parameter Einfluss genommen, sondern auch auf die Farbigkeit einer Bronze. Beim Gießen wie auch bei anderen Metallverarbeitungstechniken ziehen aber bereits die flüchtigen Glüh- und Anlauffarben in den Bann. Neben ihrer Strahlkraft haben diese den nützlichen Nebeneffekt, dass man sie auch als visuelles Messinstrument von Temperaturveränderungen und damit als Anhaltspunkt bei Metallverarbeitung nutzen kann. Im ausgekühlten Zustand ist das Spektrum der Metallfarben dagegen etwas weniger farbintensiv und brillant. Die Eigenfarben der metallischen Elemente beschränken sich mit Ausnahme der gelblichen Färbung von Gold und der rötlichen von Kupfer auf die Grautöne und deren Nuancen, was diese drei Strichfarben schön veranschaulichen. Über das Legieren und die mechanische Oberflächenbearbeitung ist mit diesen Grundtönen aber eine riesige Vielfalt möglich. Die ersten Reihen dieser Musterplatten sind alles Kupferlegierungen mit jeweils unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen wie Sandstrahlen, Schleifen, Polieren oder auch Robelassen. Und das Spiel mit diesen Eigenfarben ist oft bei Gefäßen und Goldschmiedearbeiten anzutreffen. Aber auch die Künstler der Antike wussten diese Farbwirkung der Metalle zu nutzen, um den Skulpturen Leben einzuhauchen. Die Lippen und Brustwarzen des Bacchus sind mit Kupfereinlagen gefertigt. Neben den Eigenfarben bestimmt bekanntlich auch das Eigenleben der Metalle über die Wirkung und Farbigkeit der Oberflächen. Und man kann die Reaktionen auf Metall, bei denen sich die Oberfläche im Laufe der Zeit in ihren mineralischen Urzustand zurückverwandeln, als Ärgernis oder eben auch als Qualität ansehen. Bekanntestes Phänomen ist die Entwicklung von Kupferoberflächen, die sich je nach Bedingungen im Verlauf von 20 bis 30 Jahren in basisches Kupfersulfat, Carbonat oder Chlorid verwandelt. Das sind Verbindungen, die jenen der Mineralien Brochantit, Malachit und Akatamit entsprechen. Diese natürliche Farbwirkung der Metalloberflächen ist Vorbild vieler Rezepturen, mit denen der Prozess der Farbveränderung mit Hilfe von Färbelösungen beschleunigt und gezielt gesteuert werden kann. Wobei dieses zielgerichtete etwas ist, das sehr viel Wissen und Übung voraussetzt und ist auch immer verbunden mit viel Improvisationsgabe. Das Gelingen beim chemischen Metallfärben ist von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig. Die Legierung, das Metallgefüge, die mechanische Vorbehandlung, die Temperatur sowie die Zusammensetzung der Färbelösung nehmen großen Einfluss auf das Resultat. Und nicht zuletzt ist auch die Auftragstechnik der Färbelösung entscheidend. Mit Tauchen, Sprühen, Tupfen oder Wischen können Tiefenwirkungen und Struktur herausgearbeitet werden. Alles in allem ist beim chemischen Metallfärben entscheidend, dass die Farbigkeit an der Oberfläche in Reaktion mit dem Trägermaterial und eben aus diesem heraus entsteht. Dies ist der wesentliche Unterschied zu den schichtbildenden Oberflächenbehandlungen der Metalle wie Emaillieren, Pulverbeschichten oder Blattvergolden. All diese ebenso spannenden Techniken, die ich mit diesem einen Bild nur kurz antöne, sind ebenfalls mit Muster und Texten in der Präsentation vertreten. Und zuletzt schlage ich den Bogen mit der Färberkamille zurück zur Textilfärberei und einer im Metallbereich etwas unkonventionelleren Färbemethode. Die Künstlerin und Kunstgießerin Anita Tarnutzer machte mit ihrer Arbeit Quintessenzen den Versuch, den Abdruck von Pflanzen auf Bronze- und Messingblechen einzufangen. Die Kräuter und Blumen wurden während einem Jahr auf den Metallplatten aufgelegt und luftdicht verpackt. Und dabei entstand eine wahnsinnig schöne Palette an Farben und Strukturen. Und die Resultate waren in der Ausstellung im Sitterwerk zu sehen und werden im Herbst im Gewerbemuseum Winterthur zusammen mit anderen Arbeiten auch nochmals gezeigt.
Abschließend möchte ich mit einem Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einer Einladung bei Interesse in der Kunstbibliothek und im Werkstoffarchiv vorbeizuschauen. Trotz fehlenden Metallmusterplatten, die nun in der Baumusterzentrale zu Gast sein dürfen, gibt es in den Sammlungen viel zu suchen und zu finden. Vielen Dank. Vielen Dank, Julia. Ich möchte mich dieser Empfehlung anschließen. Besuchen Sie die Stiftung Sitterwerk. Das ist ein wunderbarer Ort. Es lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Es geht Schlag auf Schlag schnell weiter. Wir kommen zu unserem zweiten Gast. Das ist Beat Konrad von der Sheromedtec AG. Beat Konrad ist eine Geschäftsleitung der Sheromedtec AG. Und es ist ein großes Spengler-Unternehmen aus Zürich, das vermutlich viele von Ihnen kennen. Ein Unternehmen, das sich auch spezialisiert hat auf denkmalpflegerische Sanierung von Objekten im Spengler-Bereich. Und das ist auch ein bisschen das Thema von seinem Vortrag. Ganz herzlich willkommen, Beat Konrad. Danke, Stefan. In den nächsten Minuten zeige ich Ihnen einige Beispiele, wie wir als Bauspengler mit blanken, oxidierten oder bereits patinierten Oberflächen umgehen. Dazu zählen wir Kupfer, Messing, Aluminium und Zink. Um die Bausubstanz zu erhalten und somit denkmalpflegerische Vorgaben zu erfüllen, versuchen wir, solche natürlich patinierten Bleche zu erhalten. Dieses Beispiel Stadthaus in Zürich haben wir diese Schindelbleche demontiert, aufbearbeitet und wieder montiert. Sie sehen auf dem linken Bild hier das fertig restaurierte Dächlein. Spannend im Hintergrund die Frau Münsterkirche. Dort waren die Bleche nicht mehr erhaltenswert und wir haben das bekleidet mit neuem werkseitig patiniertem Kupferblech. Auf der rechten Seite die Predigerkirche. Auch hier Hombrechtikon, ein ähnliches Beispiel, fertig saniert. Da haben wir 1200 Laufmeter von diesen Blechschindeln demontiert, angeschrieben, eingelagert, überarbeitet und wieder montiert. Einige Details. Rechts sehen Sie einen Spengler bei der Arbeit mit speziell gefertigtem Werkzeug. Links unser Lehrling, einer unserer Lehrlinge. Wir pflegen das stark, weil es ist ein Handwerk und wir müssen selber zu unserem Nachwuchs schauen. Hier ein sehr interessantes Beispiel. Das ist die Kirche St. Martin in Schwyz. Diese Blecharbeiten hier, die sind über 400 Jahre alt. Also mehrere Spengler-Generationen haben hier restauriert, ergänzt, geflickt, neu befestigt. Das hier die Drachenköpfe bei der Kirche. Auch hier sehen Sie verschiedene Vergoldungen, Anstriche, Reparaturen. Die Augen der Drachen sind abgefallen, die konnten wir ergänzen. Und ja, das ist wirklich, ich denke, nachhaltig und schöne Beispiele. Messingblech, ein anderes Thema. Hier diese Paneelen aus sehr dünnem Messingblech, 0,8 mm. Die Oberfläche wurde behandelt durch einen Prozess, durch eine Handbrünierung. Das ergibt auch diese sehr lebendige, natürliche Oberfläche. Hier einige Ausschnitte davon, unten links. Etwa wie das später kommt, dieser etwas dunklere Farbton bei dem Windfang der Terrasse. Rechts oben das Bild sehen Sie links in der Ecke unten, so der Gelbstich des Messings, das wird nie ganz verschwinden. Hier eine ganz andere Aufgabe, eine Fußgängerpassage, Münsterplatz in Zürich. Da war natürlich so, dass das nicht patinieren sollte, also nicht eloxieren wegen diesen Fingerprints. Deshalb wurden diese Paneelen in einem Spritzwerk mit Klarlack behandelt. Man kann das Messing auch natürlich anwenden, ohne irgendwelche Oberflächenbeschichtungen.
hier auf dem Bürgenstock Resort. Bei Ihrem nächsten Wellnessbesuch schauen Sie sich das mal an. Nach sicher 2 Jahren, das ist jetzt neu, gerade nach Bauvollendung, nimmt es einen dunkleren Ton an, dunkelbraun. Ein anderes Thema, Aluminium. Hier eine Fassade eines Primarschulhauses, die Lernfabrik in Schlieren. Blankes Aluminium in starken Trapezprofilen, die haben wir auch selbst hergestellt. Die Trapezprofile oder auch diese Sinusprofile hier, die brechen den Glanz. Die Oxidation von blankem Aluminium dauert, vor allem an der Fassade. Das hier ist sicher 15 Jahre oder ein bisschen älter. Sonst knallt das ziemlich fest und ziemlich lange, glänzt und spiegelt. Das sehen Sie beim nächsten Beispiel, das kennen Sie vielleicht von Ihrer Bahnfahrt oder Autobahn her. Diese Fassade imitiert Schokipapier, weil in diesem Lagerhaus auch Schokolade gelagert wird. Blankes Aluminium, wir sagen, das hier ist eine der kostengünstigsten Fassaden, die wir je hergestellt haben. Nächstes Thema, Zink. Zink ist sehr vielseitig einsetzbar für moderne Fassaden, Dächer und so weiter. Aber durch die Eigenschaften von Zink, sehr weich, sehr schmiegsam, ist es sehr gut geeignet für Pressteile, Ornamentik. Diese kleine Kuppel hier, voll mit Frucht- und Blumenornamentik, also sehr vegan das Ganze, ist etwa gleich alt wie unsere Firma, 130 Jahre alt, kommt also aus der Bauzeit, aus der ursprünglichen. Und hier sieht man wirklich die natürliche Oxidation. Im Gegensatz zum Haupthaus, die ganze Ornamentik wurde bei der letzten Sanierung vor circa 40, 50 Jahren entsorgt und wir konnten diese rekonstruieren anhand von Fotos. Sehenswert auch das Schieferdach, ein anderes Thema mit 2 verschiedenen Schiefern, dieses Schachmuster. Ein weiteres Thema, Metalle kann man auch streichen, ganz klassisch durch einen Malerbetrieb. Diese Genien am Hauptbahnhof Zürich, die können wir überarbeiten und restaurieren in den nächsten 1,5 Jahren. Dazu gehört natürlich, dass der ganze diese Farben, mehrere Farbschichten übereinander, die in den letzten Jahrzehnten angebracht worden sind, werden entfernt. Dann werden die Figuren restauriert, wie bei diesen 2 Engeln hier, und dann wieder montiert. Diese Farbe imitiert den Sandstein, das sehen Sie auf dem rechten Bild, den Farbsteinsockel und diese Figur. Und so warten wir sehnsüchtig wie dieser Engel auf Ihre geschätzten Anfragen oder Projekte. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, auch Beat Konrad, ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag. Und übrigens die Kirchturmspitzen, die Sie da im Hintergrund sehen, die sind von der Cerometec AG hierher gebracht worden, ein Highlight unserer Ausstellung. Zu unserem nächsten Gast, Daniel Oertle. Daniel Oertle ist Leiter Beratung und Verkauf bei der BWB Altenrhein. Die BWB Altenrhein ist in ein Industriebetrieb, der ganz unterschiedliche Oberflächenbehandlungsmethoden von Metallen anbietet. Insbesondere für die Architektur interessant ist das Anodisieren von Aluminium. Anodisieren von Aluminium ist eine häufig angewendete Technologie und sie bietet auch die Möglichkeit für ganz viel Farbigkeit und das ist dann eben auch das Thema vom Vortrag von Daniel Oertle. Ja, herzlichen Dank für die Einführung. Unter dem Motto «Das Spiel mit Licht» möchte ich Ihnen heute die Eigenheit der Eloxaloberfläche ein bisschen näher bringen und ins Bewusstsein rufen, welche schönen Effekte die von uns geschaffene Oxidschicht haben kann. Die Kernkompetenz der BWB im Bereich der Architektur ist es, Aluminiumwerkstücke zu veredeln, damit die Gebäudehüllen über Jahrzehnte
vor Witterungseinflüssen geschützt bleiben und so möglichst lange in einem schönen Farbkleid brillieren können. Aluminium kann in vielfältiger Farbgebung erscheinen. Hier als Beispiel das Schulhaus Reben in Arbon. Es präsentiert sich vorwiegend in Gold, Gelb und Messingfarben. Um das Farbspiel zu verstärken, wurde hier verschiedene gekantete Streckmetallbleche verwendet. Ein weiterer natürlicher Einfluss, der die Farben verstärkt, ist das Sonnenlicht. Je nach Wetterlaune zeigt sich die Fassade in einem ganz anderen Kleid. Hier bei Dämmerung, bei der die geschlossenen Ladenkonstruktion nahezu unsichtbar erscheint. Auch intensive Bunttöne sind mit der von uns angebotenen Farbpalette zu realisieren. Von Gelb, Rot bis Blaugrün können wir fast alle Wünsche erfüllen. Ein populäres Beispiel ist der Besucherpavillon des Eiffelturms, welcher in einem intensiven Sandalrot auf sich aufmerksam macht. Ganz spannend finden wir Fassadenflächen, welche mit einer gewissen Lebendigkeit ausgestattet sind. Beispielsweise das Stadtwerk Winterthur, dessen Farbe nur schwer definierbar ist. Je nach Sonnenstand und Lichteinfallswinkel erscheint die Fassade in einem Grau bis Blau, sogar in einem grünlichen Ton. Doch was ist der Hintergrund für diese lebendigen Oberflächen? In unseren Behandlungsbädern, nach streng definierten Prozessparametern, lösen wir eine gewünschte Reaktion auf unserem Metall aus. Dabei lassen wir eine künstliche Schicht auf der Aluminiumoberfläche entstehen. Wie Sie vielleicht wissen, ist das Eloxieren ein elektrochemischer Prozess, bei welchem eine feinporige Oxidschicht entsteht, die fest mit dem Grundmaterial verwächst. Dadurch ist ein Abplatzen der neu geschaffenen Oberfläche nicht mehr möglich. In einem weiterführenden Arbeitsschritt werden die Poren dieser dünnen Oxidschicht genutzt, um dem Aluminium seine Farbigkeit zu verleihen. Mit Farbpigmenten, welche die Farbe reflektieren, oder viel spannender, mit Metallsalzen, die eine mögliche Interferenz erzeugen. Nebst unserem Auge ist das Licht eine wichtige Hauptkomponente, damit wir die Farbe, welche wir im Alltag sehen, erleben können. Licht besteht aus elektromagnetischen Strahlungen. Einen kleinen Teilbereich dieser Strahlungen nehmen wir Menschen als Farbe wahr. Warum ist Gelb gelb oder Rot eben rot? Oberflächen reflektieren die elektromagnetischen Strahlenwellen des Lichts. Je nachdem, welche Strahlen reflektiert werden, nehmen wir die entsprechenden Farben wahr. Wenn wir nun unsere Aluminiumoberfläche beispielsweise in Grün erscheinen lassen wollen, lagern wir die gewünschten Farbpigmente in die Poren ein, welche alle Strahlenwellen absorbieren und nur jene Strahlungen reflektieren, welche uns die Farbe Grün wahrnehmen lässt. Ganz anders ist es bei einer Interferenzeinfärbung. Hier werden keine Pigmente eingelagert, sondern lediglich Metallsalze, welche das Licht streuen. Je nach Lichteinfallswinkel werden die verschiedensten Strahlungen reflektiert und wiederum durch unser Auge wahrgenommen. Dies lässt den Effekt von irisierenden Oberflächen respektive Farben entstehen. Sie alle kennen diesen Effekt aus Kindheitstagen. Die Seifenblasen. Die Seifenblasen reflektieren je nach Sonnenlicht und Betrachtungswinkel alle Farben des Regenbogens. So entstehen auch viele Blautöne in der Natur gänzlich ohne Farbpigmente, sondern mit Interferenz. So beispielsweise beim Papilio balinurus, dessen komplexe Oberflächenstruktur nur die kurzweiligen Strahlen des Blaus freigeben. In der Natur ist kaum eine intensivere Farbe zu finden als jene der afrikanischen Polya condensata. Die Farbe resultiert aus der Interaktion von Licht mit Nanostrukturen. Der Abstand zwischen diesen Schichten variiert geringfügig von Zelle zu Zelle, was die reflektierte Farbe von Punkt zu Punkt ändert.
Diesen Effekt der Physik macht sich die BWB zu nutzen. Die Permakolorverfahren kommen gänzlich ohne Farbpigmente aus. Lediglich mit der Reflexion der eingelagerten Metallsalze werden verschiedenste blau und grün erscheinende Aluminiumoberflächen erzeugt. Grün scheint momentan in der Architektur sehr gefragt zu sein. Daher haben wir unser beliebtes Permagreen in der aktuellen Color Collection 01 integriert. In dieser Kollektion wird das Grün außerdem von zwei neuen Anthrazitgrautönen aus dem Hause BWB ergänzt. Wenn ich Ihnen etwas ans Herz legen darf, so bestellen Sie noch heute unter www.bwb.ch die Color Collection 01 und überzeugen Sie sich selbst von der irisierenden Eigenschaft der Permagreen-Oberfläche. Ich bin felsenfest davon überzeugt, Sie werden begeistert sein. Wenn Sie sich gerne mit Eloxieren von Aluminium auseinandersetzen wollen, so nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Mein Team und meine Wenigkeit werden Sie zukünftig gerne beraten. Somit hoffe ich auf Ihre Kontaktaufnahme und danke bestens für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Daniel Oertle. Und ja, wenn Sie die Muster noch schneller sehen möchten, dann kommen Sie einfach in die Baumusterzentrale. Wir haben die auch hier und teilweise noch in sehr viel größer, als man die wohl per Post zustellen kann. Jetzt freuen wir uns auf einen Architekten, den ersten Architekten heute Abend, Stefano Ghisleni von Ghisleni Partner. Das Büro hat kürzlich ein Projekt fertiggestellt, nämlich den Zauberhut im Kinderzoo Rapperswil. Das ist ein Veranstaltungslokal für bis zu 500 Personen. Und dieses Projekt hat eine sehr komplexe Dachform. Und dieses Dach ist mit Titan-Zink-Elementen bedeckt. Und Sie sehen auch da rechts neben mir, von dem haben wir auch ein Mockup hier. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bedanken bei der Firma VM Zink und Andy Hausherr, der eben dieses Mockup von diesem Dach extra für diese Ausstellung hergestellt hat. Insofern, Bühne frei für Stefano Ghisleni. Vielen Dank. Ja, alle kennen die Seelöwen-Show aus dem Kinderzoo Rapperswil, entweder aus der Kindheit oder jetzt als Erwachsener. Aufgrund der veränderten Tierhaltungsgesetze wollte die Familie Knie anstelle des Otariums ein zeitgemäßes, multifunktionales Gebäude projektieren und erstellen. Dafür wurde 2017 ein eingeladener Architekturwettbewerb durchgeführt, das von Carlos Martinez Architekten gewonnen wurde. Diese Aufgabe mitten im Herzen des Kinderzoo war spannend und vor allem von den Platzverhältnissen sehr klar definiert. Der Architekturentwurf erinnert formal an ein Zaubertuch, das hochgehoben wird. Es symbolisiert ein Zelt, ein Hut, ein Schott, ein Entwurf, der viel Gesprächsstoff über die Grenzen von Rapperswil-Jona hinaus geführt hat. Eine Arena mit angedockten Nebenräumen bilden den Grundriss. Darüber erhebt sich der hölzerne Hut bis auf eine Höhe von 22 Meter. Der gesamte Sockelbereich ist aus Sichtbeton und Ortsbeton erstellt. Die gesamte Planung erfolgte mittels eines 3D-Modells, das sowohl für den Holzbauingenieur Pirmin Jung, aber auch für das Unternehmen Blumer und Lehmann genutzt werden konnte. Durch die digitalisierte Planung konnten so sämtliche Planungsschritte parallel getaktet werden und effizient umgesetzt werden. Während 6 Monaten zeigt das Bild die 380 Pfähle, sowohl die gesamte Betonstruktur, die umgesetzt wurde, mitten im Herzen des Kinderzoos. Ein besonderer Aspekt bei diesem Projekt war natürlich die Tiere,
die Fütterungszeit der Tiere, die uns während der ganzen Zeit ihren Takt vorgaben. Und es war natürlich für die Unternehmer ein Vergnügen und ein Schauspiel, außerordentlich neben dem stressigen Alltag, den sie sonst hatten. Nein, das nächste Bild ist keine Werft in Venedig, wo Gondeln produziert werden, sondern hier handelt es sich um die Vorfabrikation des gesamten Daches und das ist in der Werkhalle von Blumer und Lehmann, die in den Holzelementen im Detail vorgefertigt und geplant wurden. Der Vorteil natürlich bei einer so großen Halle, dass man trocken vorfabrizieren kann. Die gesamte Innenverkleidung wurde aus 470 gebogenen Akustikelementen erstellt. Diese mussten millimetergenau angepasst, exakt nummeriert und vor allem so eine Arbeit kann nur noch digital geplant und umgesetzt werden. Auch das hier ist kein Bild von Christo, sondern das sind unsere eingepackten Holzelemente, die das Werk in Gossau verlassen und mittels Schwertransport nach Rapperswil transportiert wurden. Diese wurden eine Woche vor dem Aufrichttermin pünktlich vor Ort gelagert, somit war alles bereit. Wir sehen hier die einzelnen Dachelemente, die aufgerichtet werden und bereits schon einen hohen Vorfabrikationsgrad aufweisen. Dämmung, Unterdach und die Dachhaut aus VM-Zink. In nur drei Wochen konnte somit die gesamte Dachkonstruktion und das imposante Bauwerk aus Holzelementen aufgerichtet werden und praktisch fertiggestellt werden oder dicht gemacht werden. Hier sehen wir bei dem oberen Dachkranz der obere Gurt, wo das Ganze zusammenhält und vor allem die untere und der obere Gurt des Elementes statisch aufgelagert sind. Hier auch noch die verschiedenen Farbigkeiten des VM-Zink-Materials, das zu sehen ist. Von Anfang an haben wir ein Mockup erstellt, damit wir die Sicherheit und die Planungssicherheit, aber auch die Materialsicherheit hatten. Das letzte Stück, der Hutabschluss, war ein 20-Tonnen-Element, das millimetergenau in diese runden Teile eingesteckt werden musste. Und ob gut geplant oder Glück dabei war, meistens ist es beides zusammen, auf jeden Fall hat es gepasst. Die 470 gewölbten Holzakustikelementen, die die Innenhaut des Daches bilden, wurden mittels eines Lehrgerüstes wie ein Puzzle im Innenraum zusammengesetzt. Dieser schon fast textil anmutender Innenraum wird für die Vorstellung des Kinderzoos im Tagesbetrieb, aber auch für spezielle Abendanlässe und Veranstaltungen genutzt und hat multimedial ausgezeichnete Werte, weil wir haben dort auch sämtliche akustische Überprüfungen gemacht und wir waren auch froh, dass dies alles funktioniert. 7248 Einzelschuppen aus VM-Zinkmaterial und aufgrund der einfachen Verarbeitbarkeit, Lebensdauer, Nachhaltigkeit, aber auch das matte, das edel wirkende Oberflächenmaterial wurde die Wahl gefällt, dass wir das verwenden durften. Seit dem 18. Jahrhundert verwenden oder wird in den Dächern von Paris Zink begleitet. So eine Lebensdauer der Oberfläche beträgt bis zu 100 Jahren. Aktuell soll das Handwerk des Zinkdachdeckers sogar in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen werden. VM-Zink ist ein Material, das gut und vielseitig verarbeitet werden kann und zu 100% natürlich ist. Hier noch eine ansprechende Farbpalette, die an verschiedenen Projekten zu Einsatz gekommen werden kann und die wir auch schon öfters verwendet haben. Der Zauberhut steht nun seit September 2020 als fertige Anlage im Herzen des Kinderzoos und wartet nun auf die Öffnung seiner Türen, bis es endlich wieder heißt, Manege frei. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank auch an Stefano Ghislini für die Präsentation dieses beeindruckenden
Projekts und jetzt heißt es Manege frei für Jari Putignano von der Glockengießerei Rüetschi. Die Glockengießerei Rüetschi stellt nicht nur Glocken her, sondern sie machen auch Gussteile für den Architektureinsatz. Bronze, Alubronze und Aluminium gehören dazu. Die Glockengießerei Rüetschi kann dabei auf einen enormen Wissensschatz zurückgreifen. Die Firma wurde nämlich 1367 in Aarau gegründet. Jari Putignano stellt uns heute Abend ein Projekt vor, das mit Aluminium-Guss-Fassadenelementen realisiert wird, ganz aktuell. Ganz herzlich willkommen, Jari Putignano. Herzlichen Dank. Die Rüetschi ist ein Unternehmen, welches seit 653 Jahren Projekte realisiert, die Unikate sind. Durch unsere Vergangenheit haben wir gelernt, die Gegenwart und die Zukunft mitzugestalten. Gerne möchten wir anhand von einem laufenden Architekturprojekt aufzeigen, wie wir Wissen, Prozessstabilität und sich auf das Wesentliche fokussieren verbinden. Das Projekt steht in Samaden. Es ist die Chiesa Naira, ein Gebäude von der Accademia Engiadina. Giuliani Hönker haben dieses entworfen und realisiert. Wir haben anhand von den Vorgaben der Architekten und Bauherrschaft den Ersatz der Außenhülle entwickelt. So sah der Neubau 1997 aus. Die innere Raumfolge weist strukturelle Öffnungen auf, welche in der Gebäudehülle aus großformatigen Naturschieferplatten wie ausgeschnitten erscheinen. Die Schieferplatte, welche am meisten vorkommen, ist 4 cm dick, 1,75 m hoch und 1,25 m breit. So eine wiegt ca. 300 Kilo pro Platte. Heute, nach 25 Jahren, sieht es bei der Chiesa Naira so aus. Das folgende Ziel ist die Sanierung der Fassade. Die Fenster wurden schon früher ersetzt. Wir sollten eine neue Isolation integrieren, aber die Außenhülle soll die gleiche Kubatur haben. Der Auftraggeber und die Architekten haben entschieden, nachdem verschiedene mögliche Materialisierungen in der Hülle angeschaut wurden, nach Lösungen zu suchen, bei denen die Schieferplattenoberfläche und die Farben möglichst erhalten bleiben. Es ist das Ziel, ein korrosionsbeständiges Material, welches wartungsarm ist, zu finden. Jede Platte soll wie die Schieferplatte ein Unikat sein. Zu den Eckdaten. Die kürzere Fassadenseite ist 18 Meter breit und die längere 30. 8 Meter hoch, die Fassade sind ungefähr 800 Quadratmeter, 2/3 der Fläche sind aus Platten. Sie sollten einzeln montierbar sein und ersetzbar und die Wärmeausdehnungen im Griff haben. In den 70er Jahren wurden einige Fassaden aus Aluminium gegossen. Diese wurden teilweise im Härtgussverfahren offenen Formkasten hergestellt. Die geeignete Aluminiumlegierung wird via Schopfkelle eingegossen. Das Negativmodell wird in den Natursand eingeformt. Dieser kann zu 98 regeneriert werden. Für jede Platte muss ein Negativmodell hergestellt werden. Folgende Kriterien müssen beim Aluminiumlegierung erfüllt sein. Die gewünschte Oberfläche muss beim Abkühlen entstehen. Es ist eine möglichst geschlossene Oberfläche gewünscht, damit die Platte über die Jahrzehnte unverändert ist. Die gewählte Beschichtung soll über die Zeit stabil sein. Die Oberfläche kühlt sich als erstes ab. Mit einer Störung, wie zum Beispiel einem Luftstoß, wird von außen die Kristallbildung beeinflusst. Hier ist die wichtige die Abkühlungstemperatur im Griff zu haben und die Mistralstruktur bildet sich und somit entsteht dann diese gewünschte Oberfläche. Bei diesem Versuch, der nicht ganz gelungen ist, war die Oberfläche zwar geschlossen, aber wir hatten noch keine Schieferstruktur generiert. Somit mussten wir herausfinden, welche einzelnen Parameter wichtig sind und haben dann eine Testserie gestartet. Wichtig war die Temperatur, die Legierung, die Gießart, sprich, wie viel fülle ich das Material ein, in die Oberfläche zu kontrollieren und anhand von dem danach zu beurteilen, ob es gut oder schlecht war. Hier sehen wir eine Legierung bei unterschiedlichen Temperaturen, 680 bis 780. Man sieht, dass sich die Oberfläche dann nach der Abkühlung unterschiedlich stark ausgebildet hat. Wir haben auch einige Muster
hier in die Baumusterzentrale gebracht, die man hier anschauen kann. Eine andere Legierung weist bei unterschiedlichen Temperaturen ähnliche Oberflächen. Aber wir sind noch nicht da, wo wir sein möchten. Und somit wurden dann diese 24 verschiedene Tests durchgeführt und wir hatten dann eine Oberfläche, die diese Schieferoptik sich eingestellt hat. Die Oberfläche war geschlossen und wir konnten damit nachher zu einer Beschichtung gehen, die natürlich dann das Dünklere der Schiefer vom Schiefer selber auch integriert. Wenn man es klein kann, sollte man es auch groß können. Und somit haben wir eine 2 Meter auf 1,50 Meter Platte ist hier gegossen. Das ist die Standardgröße, die gegossen wird und nachher werden sie zugeschnitten. Unten haben wir die Aufhängevorrichtungen für die weiteren Prozessschritte. So eine Platte in dieser Größe wiegt um die 60 Kilo. Danach, als wir die Tests durchgeführt haben und diese Schieferoptik hatten, ging es darum, um das Eloxieren. Es wurde ja vorhin schon schön erklärt, was Eloxieren ist. Und wir haben herausgefunden, dass wir so 6 Typen brauchbar sind. Wir wollen hier aber wirklich mit der Legierung und dem Normaleloxal arbeiten und nicht eine Farbgebung dazugeben. Somit haben wir ganz links eine nicht beschichtete Platte, in der Mitte eine Legierung, die eher hellgräulich ist und rechts wurde dann möglichst nahe an die Schieferplatte eine Aluminiumplatte eloxiert. Wenn man das links schaut, ist das der Schiefer, der eingebaut wurde vor 25 Jahren und rechts ist das freigegebene Muster, anhand dass wir jetzt bis im November diese verschiedenen Platten generieren. Im Moment werden die einzelnen Platten von der GFT Fassadenplanfirma gezeichnet. Wir haben da bewusst uns entschieden, auf ein zertifiziertes Aufhängesystem zu setzen, damit wir uns nur wirklich auf die Plattenherstellung fokussieren. Es sind 683 Quadratmeter Platten und es sind 492 Platten. Die werden 8 bis 10 mm dick und somit werden wir das Gewicht um rund auf ein Drittel reduzieren. Wir würden uns freuen, wenn wir Ihre Herausforderungen lösen dürfen. Wir verbinden das Wissen in verschiedenen Materialien für Ihre Aufgaben. Wir freuen uns, mit Ihnen da zu beginnen, wo andere aufhören. Ganz herzlichen Dank, Jari Putignano, für das Vorstellen dieses sehr speziellen und interessanten Projekts. Wir haben eben, wie gesagt, Muster hier, die noch fast warm sind, so neu sind sie. Nun kommen wir zu einem Klassiker im Bereich Oberflächenbehandlungen von Metallen in der Architektur, nämlich zum Pulverbeschichten. Das ist eine Technik, die allgegenwärtig ist. Marco Bischoff hat mit seinem Architekturbüro Weber und Partner AG den Neubau des Logistikcenters der Stöcklin AG in Laufen geplant und dazu haben sie für die Fassade eine Pulverbeschichtung entwickelt, zusammen mit der Firma KB Farben, einen ganz speziellen Blauton. Und wie es dazu gekommen ist und was alles dazu zu sagen gibt, jetzt direkt von Marco Bischoff. Ja, herzlichen Dank für die Einleitung. Ich möchte Sie begrüßen zu meinem Teil von heute Abend, Metallbeschichtung für Besonderes. Wir hatten das Vergnügen, mit der Firma KB Farben den Neubau Stöcklin Logistik AG in Basel-Land zu planen. Stöcklin Logistik AG kommt vom Holzrad und geht zur internationalen Logistikfirma. Heute führend in der Logistik, plant sie Hochregallager und arbeitet sehr viel mit dem Material Metall. Sie kommen vom Holzrad, wie gesagt, und gehen über den Hubstapler rüber bis in die moderne Logistik. Hier ein paar Fakten zum Objekt selber. Wir haben die Planung begleitet mit Realisierung und haben dafür 3 Jahre gebraucht. Wir haben die Produktion geplant,
Sie sehen hier das auf der rechten Seite mit einer Grundfläche von rund 11.300 Quadratmeter. Wenn man heute durch die Straßen fährt, in der Industrie, sieht man oft Grau, Weiß, Töne, nicht viel Farbe, oder auf dem Bild links unten versucht man dann, dort etwas mit Farben zu machen. Man versucht, Farben aufzunehmen, vielleicht vom Logo, vielleicht irgendwo aus einem Copyright, und begegnet dann solchen Gebäuden. Ob das gut oder schlecht ist, das möchte ich hier im Raum stehen lassen. Mein Anspruch auf jeden Fall an das Gebäude von der Firma Stöcklin in Laufenbasel-Land war ein anderer. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Der Nachbar, ein Gebäude der bekannten Architekten Herzog Dömerow, ein Lehmbau, habe ich versucht, mit dem Budget, das wir hatten, die Wirtschaftlichkeit spielt eine große Rolle, ein harmonisches Konzept zu machen. Ich habe das vorgestellt der Bauerschaft, und die Bauerschaft hat mich angerufen am nächsten Tag. Sie waren zuerst begeistert, hat aber gesagt: Herr Bischof, wir müssen nochmals über die Bücher, die Farben funktionieren nicht, wir müssen mehr Richtung Industrie. Ich habe mich dann mit dem Thema Metall auseinandergesetzt und mit den Farben, die Metall von Natur aus mit sich bringt. Ich habe die Fassade mit meinem Team entworfen, und als Architekt hat man den Anspruch auf eine harmonische Fassade, auf ein harmonisches Farbkonzept, und man merkt relativ bald, dass man mit den Standardfarben, die zum Beispiel Rahl mit sich bringt, dass man da irgendwann eingeschränkt ist. Zum Glück hat mich eines Tages Mario Fügestaller von der Firma KB-Farbe kontaktiert und so sich bei uns in der Firma vorgestellt, und wir haben dann zusammen diesen Farbton entwickelt. Das Gebäude selber, die Produktionshalle, haben wir mit Standard RAL und NCS realisieren können. Das Bürogebäude, welches hier auf der Visualisierung sichtbar ist, da haben wir einen speziellen Farbton gemischt. Das Spiel mit Licht und Schatten führt zu Leichtigkeit und Eleganz. Das war die Herausforderung an mich und an das Gebäude. Und ich glaube, mit dem Farbton, den wir mit der Firma KB gemischt haben, ist uns das gelungen. Hier sehen Sie ein Bild der Hauptfassade der Abenddämmerung. Es ist spannend, wie dieser Farbton wirkt, der Farbton der Firma KB. Je nachdem, wie die Sonne auf das Gebäude scheint, wir haben das Gebäude mit einer Streckmetallfassade eingekleidet. Hier haben Sie einen Eindruck in das Gebäude. Das ist auch am Abend aufgenommen, dieses Foto. Und es ist sehr spannend, wie diese Farbe auf der verschiedenen Metall, sind alles Metalloberflächen, die wir angewendet haben, aber trotzdem wirkt die Farbe immer wieder verschieden auf uns. Auch hier sehen wir ein gutes Beispiel, die Fassade mit dem großmaschigen Streckmetall, das von innen und außen lackiert wurde. Wir haben übrigens sehr wenige Versuche gebraucht, bis wir den Farbton getroffen haben. Wir haben das zweimal gemischt, und die Bauerschaft war dann begeistert von der Farbe. Hier sehen Sie noch ein Foto bei etwas besserem Wetter oder bei schönem Wetter, bei Sonnenschein. Auch hier wirkt die Farbe schön, sie ist nicht aggressiv und sie spielt mit den Schattenwirkungen dieses großmaschigen Streckmetalls. Natürlich ist man auch hier wieder eingeschränkt. Die Sonnenstoren, die man sieht auf dem Bild, die sind in einem Standardfarbton. Dann hier noch eine Nahaufnahme, dass man die Dimensionen ein bisschen sieht von diesem Streckmetall. Auch wieder schön zu erkennen, wie die Farben zum Teil weiß, zum Teil blau, zum Teil bis schwarz erscheint. Spannend ist auch noch zu sehen, ich möchte Ihnen noch mit auf den Weg geben, diese Farbe ist ja dann immer ein Thema oder grundsätzlich in der Architektur spielt ja immer das Kostendach schon auch eine Rolle. Und die KB-Farbe ist etwas teurer, ist nicht eine Standardfarbe, das ist klar. Man hat dann schlussendlich auch etwas Besseres, aber schlussendlich das Ergebnis war für uns auch unbezahlbar. Wir sind dann weitergegangen und haben die Farbe auch im Innenbereich eingesetzt. Sie sehen hier das Treppengeländer, das wir auch mit dem Farbton gemacht haben, und weitere Themen, die wir dann aufgenommen haben. Die Farbe funktioniert auch im Innenbereich sehr gut. Wir haben das bei dem Geländer, wie gesagt, angewendet. Die
Zusammenspiel zwischen dem Holz. Wir haben hier ein Parkett verwendet mit einem Holzhandlauf auf dem Geländer. Das ist ein wunderbarer Eindruck, den man da von dieser Farbe hat. Auch hier noch eine Nahaufnahme, die wir hier gemacht haben. Teilweise kam es so ein bisschen zu Schwierigkeiten. Man muss berücksichtigen, diese besonderen Farben haben eine gewisse Lieferfristen. Vielleicht beim nächsten Mal oder bei einem anderen Projekt plant man ein bisschen besser voraus und bestellt dann schon von Anfang an genügend Farbe, dass man dann wirklich alles lackieren kann, dass man möchte. Hier noch zum Abschluss eine Frontansicht von dem Gebäude, und die Bauerschaft, wie auch wir, sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und mit dem Farbton von KB. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Marco Bischoff, für diese Präsentation. Den Farbton können Sie natürlich auch hier in der Baumusterzentrale live erleben. Ja, wir sind schon am Ende bzw. bei den letzten Referenten angelangt. Wir freuen uns sehr auf Philipp Knorr und Moritz Pürkauer. Sie sind zusammen Knorr und Pürkauer Architekten und sie sind uns kürzlich aufgefallen mit einem Projekt ganz in der Nähe der Baumusterzentrale, dem Hofgebäude der Kirchgemeinde St. Peter und Paul. Da haben sie ein Gebäude gebaut, das mit eine sehr spezielle, wohl schön geformte Dachform hat. Und dieses Dach wurde eingekleidet mit vorpatiniertem Kupferblech. Ein Blech, das auch von der Firma Häuselmann vertrieben wird. Die Firma Häuselmann ist bei uns neu Aussteller und die ganzen Buntmetallbleche sind jetzt in dieser Ausstellung hier auch bei uns zu sehen. Und ich möchte einfach ganz herzlich unsere beiden Referenten die Bühne freigeben. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, wir freuen uns ganz besonders, euch heute Abend unser erstes fertiggestelltes Gebäude zeigen zu können. Das Hofgebäude hier ganz in der Nähe am Halvierplatz in Zürich im Hof, das wir für die katholische Pfarrkirchenstiftung St. Peter und Paul realisieren durften. Das Besondere am Hofgebäude ist sicherlich auf der einen Seite, dass wir die Möglichkeit hatten, so ein spezielles Gebäude mitten in Zürich realisieren zu können, aber zeitgleich war es auch die Chance, diesen etwas verschlafen wirkenden Hinterhof in einen wirklich lebendigen Ort zu verwandeln. Und auf der Suche nach ein Bild für diesen Ort ist uns relativ zeitig dieses Bild, dieses Gemälde von Lieberman in den Sinn gekommen. Ein Ort, wo man wirklich entspannt sitzen kann, wo man so die Feierabendsonne sozusagen genießt und vielleicht ein Bier trinkt. Und eigentlich aus dieser Idee ist, die so im Kern sozusagen nur so um dieses Hofgebäude gedacht gewesen ist, hat sich so Schritt für Schritt was immer Größeres entwickelt, bis hin dazu, dass eigentlich alle Nachbarn, die in diesen Randgebäuden sozusagen wohnen, sich entschlossen haben mitzuwirken. Und so ist eigentlich heute dieser gesamte Innenhof zu einem erlebbaren Raum geworden, den man jetzt eigentlich hier sieht, wo die einzelnen Anwohner anfangen sozusagen diesen Raum zu bespielen und sich anzueignen. Eigentlich so, wie wir uns das fast nie hätten erträumen können. Genau. Das Hofgebäude selbst sollte als offene und einladende Pavillonarchitektur erscheinen. Ein sehr transparentes Erdgeschoss, das Ein- und Ausblicke gewährt, im Sommer öffnenbar ist. Und ein darüberliegendes Fassadenkleid aus grün oxidiertem Kupfer, das dank eigentlich der Haptik und auch der vielen Fallschläge eine fast schon textile Erscheinung bekommt. Man sieht es eigentlich hier in der Ansicht, wie das Hofgebäude ans dreigeschossige Nachbargebäude anknüpft und auch die runden Fenster sich sehr harmonisch in die Fassade eingliedern. Oberirdisch ist es zweigeschossig, aber es hat ein großes Untergeschoss und ist eigentlich auch über das Untergeschoss ans bestehende Alterszentrum angeknüpft. Und man sieht eigentlich in dem Schnitt, dass das Untergeschoss dank einem großzügigen Oblicht auch mit
Tageslicht versorgt wird und man somit eigentlich drei übereinander gestapelte, gleich große Räume hat, die unterschiedliche Qualitäten eigentlich besitzen. Im Erdgeschoss, das wir hier sehen, sieht man eigentlich so die Grundzüge vom Haus. Es ist sehr einfach. Es gibt eine ganz kompakte runde Treppe und einen Lift, das die drei Geschosse miteinander verbindet. Im Erdgeschoss speziell noch mit WCs und Stauraum und einer Küche. Und dann eigentlich das transparente Erdgeschoss mit nur vier Stützen, die, wie man in dem Bild sieht, das Besondere eigentlich sind, dass sie dieses ganze Obergeschoss tragen und wie ein Diadem eigentlich ja, gestellt sind, sodass es die Ecken maximal freispielt und im Sommer großzügig über Eck geöffnet werden kann und Innen- und Außenraum miteinander verbindet. Die runde Treppe verbindet, wie gesagt, alle Geschosse miteinander und bietet dann auch die trockene Verbindung zum Bestandsgebäude rüber. Und das ist hier ein Blick von unten nach oben. Der Handlauf ist auch aus Metall und führt nach oben. Und das ganze Treppenhaus mündet in der Kuppel, die von einer großen runden Leuchte aus japanischem Papier endet. Das ist dann wiederum ein Blick nach unten. Besonders hier, wir haben im ganzen Hofgebäude zwei Terrazzosorten, also weiß und rot verwendet. Und im Treppenhaus finden die zueinander und bilden eigentlich so eine Art Farbfächer, der gerade von oben nach unten geguckt sehr schön ist. Im Untergeschoss kommen wir dann eigentlich in den Aktivierungsraum, der, man sieht, hinten dank des großzügigen Oblichts mit viel Tageslicht versehen wird. Und der kann neben ganz normalen, profanen Nutzungen auch als kirchlicher Raum genutzt werden, wo Übertragungen oder Gottesdienste eigentlich stattfinden. Diesen Altar, den haben wir besonders ausgearbeitet. Es ist ein Eichenholz, das noch gesandstrahlt wurde und dann lackiert. Und es hat eine wunderbare Haptik und überhaupt wurde sehr viel Holz im ganzen Gebäude verwendet. Und man sieht hier auch verschiedene Terrazzo-Körnungen in der runden Apsis, sozusagen ein feiner roter und ein grober Terrazzo, die dort aufeinander kommen. Jetzt befinden wir uns im Obergeschoss. Dort sind die Büroräumlichkeiten der Heimleitung eigentlich vorgesehen mit zwei Besprechungszimmern. Und man sieht, dass eigentlich bis auf die Treppe in Ortbeton eigentlich alles im Obergeschoss ein Holzbau ist. Und so wie wir von außen eigentlich eine sozusagen eine Art Festzeltarchitektur wollten, diese zeltartige Charakter, der findet sich auch im Innenraum wieder. Alle Ecken gibt es nicht, es ist sehr rund, es ist sehr weich, auch die Fenster binden sich harmonisch in diesen Raum ein und es ist heute eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, dort arbeiten zu können. Das ist eine Axonometrie vom Holzbau, die haben wir eigentlich zusammen mit Pirmin-Jung-Ingenieuren entwickelt und das Spannende daran ist eigentlich auch, dass die ganze Hinterlüftungsebene, also die einzelnen Sparren, unterschiedliche Formen haben, die wir alle den kompletten Holzbau 3D modelliert haben und das dann auch später eigentlich von der ausführenden Holzbaufirma, die konnten die 3D-Daten nehmen und dann ausfräsen, sodass eigentlich diese Unterschiedlichkeit der Form kein Problem war. Und man sieht hier in der Nahaufnahme, dass das eigentlich auch sozusagen die Hinterlüftungsebene, formgebendes Element für die darüberliegende Metallverkleidung aus dem grün oxidierten Kupfer bildet. Und man sieht hier eigentlich nochmal, sollte eigentlich ein Film sein, sozusagen eine Kurzzusammenstellung aus dem Bauprojekt von oben, wie der Holzbau errichtet wurde, dann sozusagen das Windpapier, die Form und wie dann peu à peu die unterschiedlichen Bahnen aus dem grün oxidierten Kupfer da drauf gelegt worden sind und wie das Gebäude dann eigentlich fertig würde. Und so ist es jetzt eigentlich da. Es ist seit Ende letzten Oktober fertiggestellt, es wird genutzt und es bietet sozusagen dank der schönen Haptik und Optik von dem grün oxidierten Kupfer einen weiteren Farbklecks in diesem ohnehin schon bunten Innenhof da und lädt Bewohner, Mitarbeiter, aber auch Nachbarn zum Verweilen ein. Dankeschön. Vielen Dank euch für die Präsentation dieses wunderschönen Projekts, das Sie gleich auf dem Weg hier zu uns in die Baumusterzentrale noch anschauen können. Wie gesagt, die Ausstellung beginnt morgen um 12 Uhr bis zum 2. Juli jeweils nachmittags, Montag bis freitags gratis ohne Voranmeldung können Sie vorbeikommen. Ich möchte mich nochmals ganz herzlich bedanken bei den Firmen, die uns unterstützt haben bei
den Referierenden, die die Herausforderung angenommen haben, in diesem Pechakucha-Format etwas vorzutragen. Das ist sehr eine große Herausforderung. Allen Respekt, Sie haben das wunderbar gemacht. Und ich verbleibe noch mit dem Hinweis auf unsere nächste Veranstaltung, nämlich am 29. April haben die Freunde Baumuster, haben Barbara Frey von Frey Saarinen Architekten eingeladen. Sie wird zum Thema, zur Ausstellung sprechen, auch mit unter dem Titel Blech von Fügungen und Abstraktionen. Das also am 29. April. Und ich wünsche einfach noch einen schönen Abend und auf Wiederschauen. Danke vielmals.